Grüß euch, Grüller. Grüß euch, Schüler. Heute gibt's was Geiles. Und zwar Grillhändl vom Drehspieß. Bin gerade voll fertig, wie gut das ausschaut. Ich freue mich schon aufs Kosten, aber wie es zu dem Ganzen kommt, sagen wir euch im Anschluss. Gefällt mir da lassen, abonnieren, die Glocke aktivieren, dass ich's rausbringe. Und los geht's. Komplett fertig. Für unsere guten Grillhändl brauchen wir jetzt ein paar Sachen. Zum einen haben wir da Gewürz, das Chick-Chick für Geflügel von der Grillhütte. Dann habe ich da eben unseren Paprikagericht, mein Salz, Pfeffer zum Drüberwürzen noch. Das ist mehr so wie Marinade, also salzen müsst ihr separat. Das machen wir jetzt. Ich habe da eine kleine Schüssel, damit nicht zu viel daneben geht. Einfach mal das Ganze salzen. Wichtig ist auch innen. So ein bisschen was reingeht. Ja. Dann Scheiben verteilen. Wie gesagt, innen gehört es auch, damit wir den Geschmack beim überall haben. Besser im Fleisch verteilt. Ideal war die ja in Wirklichkeit, wenn ihr es auch unter die Haut ein bisschen einreibt. Je nachdem, wer das mag, sich den Aufwand antut. Aber dann kommt der Geschmack noch besser raus. Andreas, war das ein glückliches Mal? Das war mega glücklich. Schauen, wie dick das ist. Steirische Hühnchen sind das. Das sind Maishühnchen? Das sind Maishühnchen, Philipp, richtig. Kaum sagst du dem Philipp, er soll blöde Zwischenfragen stellen, hört er gar nicht mehr auf damit. So, Nummer 1. Und dann gehen wir das auf unserem Spieß. Erste nach vorne einfach durch. Einfach ist gut, will nicht. Schon sind wir drin. Dann schauen, dass sich das ein bisschen verankert im Spieß. Dann kommt der Paprika. Machen wir lieber so, bevor die Finger wieder drin sind. Schaut jetzt ein bisschen komisch aus, aber das hilft oft, damit es stabil ist. So draufstecken. Und das zweite gespiegelt draufgeben. Dass eins oben ist, eins unten. Dass ihr dann zusammengesteckt habt, bitte da oben den Spieß reingeben, dass so wenig fixiert ist gleich. Schnell fest zusammendrücken. Machen wir das hin. Brauchen wir eine Schnur. Wenn es gelingt, kann man das mit einmal quasi die Beine fixieren, damit das schön kompakt ist. Das funktioniert. So kommt das Ganze jetzt auf den Grill. Langsam kommt die Sonne raus, das freut uns natürlich sehr. Ich habe den Grill schon mal vorbereitet, damit wir unsere Damen da raufgeben. Indirekte Hitze. Die beiden äußeren Brenner so auf halbe Stufen, wo ungefähr 180, 200 Grad haben. Ich habe da einen Aufsatz für den Drehspieß, für die Rotisserie. Das Ganze wird 1,5 Stunden sich drehen müssen. Ihr könnt mit einem Kerntemperaturmesser auf den Azubi gehen und einmal nachschauen, ob es soweit ist. Aber grundsätzlich noch 1,5 Stunden. Das sieht man oft, wird es richtig knusprig. Zum Schluss drehen wir noch mal ein bisschen die Temperatur rauf, aber das machen wir dann eh separat. In diesem Fall gehen wir das Ganze rauf. Da sehe ich jetzt noch, Hühnchen darf noch salutieren, dass die den Flügel gut halten. Hineingeben. Ich sehe gerade, das ist ein bisschen weiter rüber. Da muss ich mal noch reinkommen.
Ich habe da noch vorbereitet eine Räucherbox. Könnt ihr reingeben, dass das ganze Hühnchen ein bisschen an Geschmack kriegt. Haben wir von der Grillart so Räucherchips, die verlinken wir euch unten. Jetzt lassen wir es drehen. Beruhigendes Geräusch, richtig geil. Leute, ich bin gerade fertig mit der Welt. Da kann man Gustl Konkurrenz machen. Liebe Grüße an die Vivian. Und zwar haben wir das jetzt 1,5 Stunden drauf gehabt bei 180, 200 Grad. Zum Schluss habe ich nochmal richtig Gas gegeben. Um die 250 Grad herum für 18 Minuten. Und Adi, schaut euch das an. Das ist sensationell. Jetzt schalten wir den Drehspieß ab, nehmen wir das runter und einfach genießen. Schaut richtig geil aus. Nochmal auf. Nummer 1. Nummer 2. Spieß außer anrichten. Sensationell. Ich werde das Ganze jetzt noch portionieren und dann kommen wir zum Fazit. Gleich einmal vorweg, gefällt mir drücken, abonnieren, damit es nichts mehr verpasst, die Glocke aktivieren. Einfach geil. Ich habe mein Bier vergessen vor lauter Aufregung. Bin gerade sowas für überrascht, wie gut das geworden ist. Ich meine, schaut euch das an. Farblich super, geile Krusten. Ich will nur mehr kosten. Das löst sich aber. Richtig gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Viel Spaß mit Grün und Schön. Ist das geil? Wow, das ist wirklich ein Traum.